was ist jetzt wichtiger, der Autor oder das Buch? In der Regel ist es ja das Buch, weil man denkt, na, es geht um eine Sache, es geht um Inhalt, um Thema. Aber heute war ich mir nicht so sicher, weil was Ulrich Gruber hier mit seinem Buch bietet, das ist ja nicht nur, das sind nicht nur Beobachtungen vom, wie soll man sagen, richtigen gegen den falschen, sondern er zeigt eine Haltung gegenüber einem Thema, nämlich der Nachhaltigkeit. Ein Menschen, von dem Reinhard Loske in der Rezension seines Buches in der Zeit geschrieben hat, und zwar mehrfach darauf hingewiesen hat, dass er überhaupt keine Verbissenheit bringt, dass er die totale Gelassenheit darstellt gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit. Denn das Problem mit der mangelnden Nachhaltigkeit werde sich irgendwann von alleine lösen. Ich bin gespannt, ob sie Gelassenheit sie ansteckt oder ob wir uns nachher richtig in die Haare kriegen. Das wäre schön. Warum geht es in dem Buch? Die große Transformation kommt im Moment daher als eine Vielzahl von kleineren oder größeren Wenden. Ja? Wir sprechen von der Energiewende, sprechen von der Agrarwende, Wissenschaftswende und. Was vielleicht in diesem großen Getriebe, ne, zu kurz kommt, ist eben das große Ganze. Ja? Und was mich interessiert hat, nachdem ich die Geschichte der Nachhaltigkeit, die Entstehung dieser Idee verfolgt habe in meinem letzten Buch, war der Wertewandel, der sich im Hier und Jetzt abspielt. Das Mantra Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität hat eigentlich Werte zurückgedrängt, sogar erodieren lassen, die wir bis vor kurzem noch als selbstverständlich erachten haben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja, Brüderlichkeit. Wettbewerbsfähigkeit, geht das zusammen? Gleichheit, die Gleichheit in der Gesellschaft, in der Welt, ja? Wie steht es darum? Fragezeichen. Haben wir nicht auch den Begriff der Freiheit umdefiniert, stillschweigend? Ist nicht die Freiheit, Geld zu verdienen, und zwar überall auf der Welt, Geld verdienen zu können, ne, zum Kern unseres Freiheitsbegriffes mutiert? Mein Buch würde ich als eine Plattform der Reflexion über diese Fragen kurz beschreiben. Mein Buch ist immer auch eine Sammlung von semantischen Tiefenbohrungen. Ja? Hat die vielbeschworene Wiederaneignung der Allmende eine Chance? Sie bildet einen positiven Zyklus, der die Gesellschaft eigentlich erst menschlich macht. Professor Cayet und seine Mitstreiter rund um den Globus leiten daraus eine neue Art von Lebenskunst ab. Er bezeichnet sie als Konvivialismus, als Kunst des friedlichen Zusammenlebens. Die Theorie der Gabe finde ich extrem weitreichend. Sie erweitert unseren Blick auf die Idee der Nachhaltigkeit. Nun erscheinen die Gerechtigkeit zwischen den Generationen und die Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft in einem neuen und hellen Licht. Der Kern von Nachhaltigkeit, könnte man sagen, ist die Gabe. Sie ist eine Verpflichtung gegenüber den Vorfahren und vor allem eine Verantwortung gegenüber den Kindern, von denen wir die Erde nur geliehen haben. Ja, so, das war jetzt aber das, was ich Ihnen mitgebracht habe. Mehr gibt's nicht. Es ist noch niemand zurückgekommen.